wenn man doch ein paar Wochen in einem Wohnmobil leben will, dann muss man schon ein bisschen mit dem Platz umgehen können. Und gerade in der Heckgarage, da gibt es ja in manchen Fahrzeugen ein richtiges Chaos. Damit ich dieses Chaos nicht habe, möchte ich ein Regalsystem. Und das kriegt man beim Reisemobilhafen in Bad Dürrheim. Da fahre ich jetzt hin. Ich bin jetzt hier bei der Rezeption, da ist zwar geschlossen, vielleicht ist trotzdem noch offen. Ja, hallo Markus. Andi, Entschuldigung, ist ja schon geschlossen, darf ich noch reinkommen? Nein, sonst ist schon gut. Hallo. Hallo Markus, grüß dich. Mal wieder in Dürrheim. Super, herzlich willkommen in Bad Dürrheim. Und weißt du, warum ich komme? Wegen so etwas. Okay. Ich habe ein neues Fahrzeug. Super, Glückwunsch. Da muss ich Platz und Ordnung schaffen. Also, bist du bei mir bei der richtigen Stelle. Gut. Das Erste, was du machen musst, ist ja ausmessen. Richtig, genau. Das läuft so ab, ich komme zu dir ans Wohnmobil, ich misse aus, wir reden kurz miteinander, was du möchtest, was machbar ist und ja, dann schauen wir weiter. Genau. Hast du jetzt Zeit? Ja, ich habe noch ein bisschen Kundschaft, 5 bis 10 Minuten, dann mache ich zu und dann komme ich zu dir. Gut, also, okay, bis später. Bis gleich. Platz 5, ziemlich hinten dran. Ja, ich kenne dein Wohnmobil, ich komme vorbei. Gut, also. Danke dir. Da kommt der Andreas. Pünktlich wie vereinbart. Natürlich mit einem Flyer. Hallo Markus, jawohl. Hallo. Mit einem Flyer, genau. Mhm. Wir haben hier nach wie vor unsere Flyer-Vertretung. Alle Modelle, C und T-Serie gibt es hier bei uns. Schaut mal vorbei und probiert es aus. Alles kriegt man hier in Bad Dürrheim. Fast schon, alles, ja. Aber ich will jetzt ein Gestell und das muss man ja zuerst ausmessen. Richtig. Hast du Meter dabei? Alles dabei. Dann leg los. Die große Heckgarage. Ja. Massig Platz hier. So, da sollen also diese grünen Kisten da rein. Schöne Frühlingsgrün, ja. Sagt man so schön. Wie sagt man? Wenn man in die Heckgarage reinschaut, dann kommt ihnen der Frühling entgegen. Ja, so soll es sein. Also Frühling geht einmal rein. Und dann wollen wir die bestmögliche Lösung daraus finden. Genau. Also, hier haben wir natürlich eine schöne große Heckgarage. Was sich hier natürlich anbietet, ist der Heckbereich. Hier haben wir den bestmöglichen Platz, um das Regalsystem quasi einbauen. Von der Möglichkeit her, was wir jetzt haben, wir haben hier diese Boxergröße, das sind 28 Liter Euroboxer. Ich habe diese Größe im Programm, weil sie einfach handlich sind, man kriegt viel rein. Von der Möglichkeit her, wir können jetzt quasi einmal im Querformat machen, das heißt in diese Richtung, ist für schmale Heckgarage gedacht. Für Heckgarage, wenn man noch einen Roller zum Beispiel, der Markus hat gesagt, er will vielleicht noch einen Roller reinmachen, würde ich ihm auf jeden Fall diese Lösung vorschlagen. Alternativ, wer ein bisschen mehr Platz hat, kann man es auch so machen. Hier hat man eine Möglichkeit, auf derselben Fläche noch eine größere Anzahl von Boxen unterzubringen. Wir machen jetzt aber diese Lösung hier. Das heißt, Markus, wir haben hier eine Breite von rund 1,90 Meter. Wir würden hier maximal 20 Kisten reinbekommen. Wir haben eine Höhe von 1,36 Meter. Und ja, das wäre das Maximum, was ich reinbekommen würde. Du meinst, 20 Boxen hätten hier Platz? Genau, richtig. Ich messe es zwar nochmal. Ich denke mal, 15 würden jetzt in meinem Fall langen. Würden die reichen? Da hätte ich ja nachträglich die Möglichkeit, vielleicht nochmals 5 dazu zu bauen. Es gibt die Möglichkeit, nochmal nachträglich was einzubauen. Den Platz hast du. Allerdings wäre es dann ein separates Regal. Das heißt, es ist nicht am jetzigen Regal angebunden. Mhm. Es wäre ein separates Gestell dann. Genau. Richtig. Ich möchte ja da auf der Seite unten den Feuerlöscher dann montieren. Mhm. Und dann hätte ich die Möglichkeit, allenfalls oben nochmals 2 hinzumachen. Richtig, genau. Gut. Was der große Vorteil ist bei unserem Regalsystem, es wird nicht geschraubt und nicht gebohrt. Das heißt, das Regalsystem wird gegen die Decke gepresst. Du hast den Vorteil, dass nichts kaputt gemacht am Wohnmobil und jemals, oder du kannst das Regal quasi wieder rausnehmen, spurlos.
Und du bist dann mit einem Deckel gekommen? Richtig, das haben wir ganz neu im Programm. Viele haben eigentlich nachgefragt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, auch einen Deckel für die Kisten zu bekommen. Das ist für die, die vielleicht Kleider da drin verstauen, damit die nicht schmutzig und staubig werden. Ja, ist auch gut. Einfach ein bisschen als Staubschutz. Da überlege ich mir, wie viel das ich dann von denen will. Habe ich da. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du an die Arbeit gehst. Genau, das ist der nächste Schritt, genau. Ich werde morgen früh vorbeikommen, Markus. Ich biete an, innerhalb von 24 Stunden machen wir grundsätzlich das Regalsystem. Und morgen früh, gleiche Uhrzeit, bin ich dann wieder bei dir. Andreas, guten Morgen. Hallo. Markus, grüß dich. Hi. So. Und? Gearbeitet? Geht los, ja, natürlich. Volle. So, hier sieht's aus. Hier ist dein Regal. Es sind ja zwei, ich will nur eins. Die Auftragslage ist gut. Immer was zu tun. Das heißt, du musst nochmals eins nach. Richtig, genau. Einbauen. Nach dir hat nochmal ein Kunde eins bestellt. Das baue ich nachher. Oh, da müssen wir aber ran an die Arbeit. Federleicht. Und jetzt meinst du, das geht gerade so rein? Brauchst du Hilfe? Nein, das ist ein Ein-Mann-Job. Er macht das immer mit einem Lächeln. So, passen wir das Ganze mal ran. Wenn ist es, das ist schon mal gut. Bei diesem Schritt merkt man, ob er richtig gemessen hat oder eben nicht. Das ist immer das Spannende, wenn das Regal drin ist. Aber es sieht gut aus. Passt perfekt. So, jetzt der nächste Schritt sind die Teller. Die sehen so aus. Auch aus Aluminium mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung obendrauf. Und das pressen wir jetzt gegen die Decke. Genau. So. Ich mache es jetzt mal grob frisch. Und danach wird dann nochmal ausgemessen, damit das Regal auch schön gerade steht. Genau. So. Das habe ich jetzt nicht am Nacken, wenn ich liege. Nein, das ist eine zusätzliche Stütze für dich. Egal, was oben drüber passiert. Gut. Also ich kann was Schweres nach Hause nehmen. Oder zwei Schwere. Nein, Spaß muss natürlich sein. So, das Regal, seht ihr es, da kann ich dran reißen. Das ist bombenfest. Da wackelt eher das Wohnmobil mehr, wie das mit dem Regal was passiert. Genau. Letzter jetzt Schritt. Kommt die Hochzeit, wie man so schön sagt. Die Kisten kommen in das Regal. Genau. Okay. Los geht's. Sehr sportlich hat das ausgesehen. Und die sollen jetzt da alle rein. Die passen bei dir alle rein. Richtig? Und ich hätte für nochmals eine Reihe Platz. Richtig, du könntest so ein Turm nochmal neben dran, würde passen. Ist ja gewaltig. Ja? Also jetzt noch Endspurt. Genau, legen wir los. Mach deine Hochzeit. Genau. Andreas, für so viel Boxen brauchst du ja Hilfe. Und richtig, da hinten steht sie, Uli, komm. Uli, hilfst du dem Andi kurz? Also, gut, los geht's! Fünfzehn! Also Markus, ich muss sagen, du hast dein Wohnmobil nach meinem Regalsystem gekauft. Das finde ich super. Andreas, der Uli hat gut geholfen. 15 Boxen sind jetzt da drin. Perfekt. Bei meinem schönen Regalsystem. Ich freue mich schon, da einzuräumen und Ordnung in meine Ware da zu bringen. Der Einbau hat 30 Minuten gedauert. Ja, so in dem Zeitraum. Ja, das Messen auch. Genau. Also richtig, in einer Stunde ist die ganze Geschichte
erledigt. Richtig, dazwischen genau. Eine Wartenacht, weil du ja das in der Nacht schön vorbereitest. Aha. Also Andreas, nochmals vielen Dank. Hat mich riesig gefreut. Ich weiß, dass du zum Nachbar musst. Der möchte auch noch ein System eingebaut. Und da schaue ich auch kurz rein. Komm, wir gehen da rüber. So, hier ist alles ausgeräumt. Das soll dann in das Regalsystem kommen. Hier sollte der Andreas irgendwo sein. Andreas. Hi Markus. Ah, schon wieder am nächsten Ort. Was ist hier gefragt? Ja, hier haben wir die Besonderheit. Hier haben wir einen kleinen Absatz nach vorne. Mhm. Kein Problem, das doch mal zu unterbauen. Das heißt, hier haben wir einen Turm mit 4. Hier haben wir 2 und 2, auch 4, also insgesamt 8 Boxen. Genau, passt eigentlich auch soweit. 8-mal Frühling kommt in dieses Fahrzeug. Ja, richtig, genau. Gut, du, dann störe ich nicht. Mach weiter. Kein Problem. Der Kunde wartet schon. Genau, jawohl, aber ich bin ja in einer halben Stunde fertig. Ja, genau. Das kriege ich hin. Also. Markus. Tschüss. Viel Spaß noch. Eine Frage noch, Andreas. Für Wohnmobilisten, bei welchem Fahrzeug arbeiten wir jetzt? Ja, hier haben wir also einen Detlefs Alpa. Mhm. Da baue ich das ein. Wobei man muss dazu sagen, natürlich sind jede Heckgarage immer unterschiedlich. Ja. Kann man jetzt nicht pauschal sagen. Deswegen komme ich immer direkt vorbei und misse vor Ort aus dann. Aha. Genau. Aha. Und die Kunden haben ja gesagt, das ist die erste Fahrt mit diesem neuen Fahrzeug und die erste Fahrt geht bereits zu dir. Das freut mich natürlich zweimal, dass die erste Fahrt nach Bad Dürheim geht. Immer wieder herzlich willkommen natürlich. Gut, also, das wäre es gewesen von dieser Markus, Reportage. Ich danke dir. Andreas hat mich gefreut und wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis bald in Bad Dürheim. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.